Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Create a Sim Challenge. Wir werden nämlich mit dem Story Mode ein Sim erstellen lassen, indem wir halt randomisieren, welche Antworten wir geben. Und dann werde ich halt anhand von dem, was die Story uns vorgibt, ein Sim erstellen. Also zum Beispiel, wenn er Detektiv ist, dann würde er halt wie ein Detektiv aussehen. Und anhand der Traits und so weiter und... Ja, ihr wisst schon. Wir nehmen natürlich einen jungen Erwachsenen. Wir möchten natürlich auch wieder einen Girl machen. Like always. So, und es wird halt von den Zahlen 1 bis 4 gehen, weil 4 wäre halt neue Frage. So, okay. Was verstehe ich unter erfolgreich sein? Das werden wir jetzt herausfinden. Ich habe jetzt einfach irgendeinen random Zufallszahlengenerator-Zeug genommen. I don't know. Und es ist die 1. Viele Freunde zu haben. Was denke ich über die Liebe? Die 2. Okay. Ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick. Wofür spare ich Geld? Es kommen einfach jedes Mal neue Fragen und ich liebe es einfach hart. Und die 3. Irgendwie ist das ein bisschen lame. Aber okay. Gar nichts. Ich lebe den Moment. Wie komme ich über die Runden? Und die 3. Ich schnurre bei Freunden. Wow. Ich hab Angst. Welche Rolle würde ich bei einem Raubüberfall spielen? Die 1. Drahtzieher. Okay. Ich entspanne mich am besten bei der 1. Bei einer guten Massage. Meditation ist... Neue Frage. Was weiß ich über Vampire? 3. Vampire sind immer eine blutige Angelegenheit. Wenn ich einen Test mache... 4. Neue Frage. Mein Lieblingslied läuft im Radio. Dann passiert die 2, nämlich ich singe mit. Wie bringe ich meine Kollegen dazu, mir zuzuhören? 1. Ich begeistere sie mit großen Ideen. Das Beste am Bowl mit Freunden ist... 4. Reroll. Mein Freund braucht jemanden, der auf seine Kinder aufpasst. Und nochmal die 4. Reroll. Es gibt etwas, das ich unbedingt haben möchte, mir aber nicht leisten kann. Was tue ich? Und die 1. Ich spare. Das passt jetzt irgendwie nicht so ganz zusammen, aber okay. Und, was kriegen wir? Ein Vampir? What? Als ob wir einen Vampir haben. Warte, ich möchte das mal ein Girl machen. Danke. Als ob! Sie ist einfach böse, romantisch, gesellig und Freundin der Welt. Okay. Karriereverbrecherin, Alter. Oh mein Gott. Fähigkeit Wellness. Geil. Fähigkeit Charisma. Und Startbudget ist Standard. Ich möchte erstmal sie löschen, bitte. Hallo, geh weg, Girl. Wir brauchen dich nicht. Oh mein Gott. Wir haben einen Vampir. Ich hätte noch nie gesehen, dass da jemand einen Vampir bekommen hat. Okay, wir ziehen dich erstmal aus, Girl. Damit fangen wir erstmal an. Also wir lassen einfach sie ihren Körper so, wie er jetzt gerade ist. Weil sie wurde so generiert. Und ich würde gerne erstmal alles aus ihrem Gesicht entfernen. Und ich würde als allererstes bitte... einmal Augenbrauen geben. Danke. Augenbrauen. Ich finde ihr Gesicht jetzt nicht so hübsch, aber das ist okay. Augenbrauen sind immer so eine Sache. Die finde ich eigentlich ganz nice. Deswegen wäre ich jetzt einfach mal bei denen. Und ich hätte gerne keine vampirischen Augen in der normalen Form. Das kann sie gerne in der Vampirform haben, aber ich würde gerne, dass sie einfach mal normal aussieht. Danke. Und dann kann sie ja... Ich würde ja gerne sagen, ich... Sie kann eine sehr helle Haut haben, aber weiß nicht. Also ich... Das ist leider nicht realistisch. Oh! Die ist sehr hell. Ich kann mal die nehmen. Dann möchte ich ihr auf jeden Fall Lashes geben. Okay, die sehen ganz schön komisch bei ihr aus. Dann kriegt sie vielleicht einfach nur wenig. Wie wär's? Muss ja nicht jeder Sim so aussehen. Wie jeder halt. Also, was machen wir jetzt mit ihr? Also sie ist auf jeden Fall... Sie ist sehr fies, auf jeden Fall. Aber sie hat auch einen romantischen Touch. Ich würde sagen, dieses Fiese, das erlebt sie auch nur aus, wenn sie halt in der Vampirform ist. Deswegen würde ich halt dieses Fiese in die Vampirform klatschen. Und da wirkt sie dann sehr, sehr fies auf andere Menschen. Aber so jetzt... Im Normalen wirkt sie halt sehr offen und gesellig und eben diesen romantischen Touch und sehr entspannt durch die Wellnessfähigkeit, würde ich sagen. Ja, also das versuche ich jetzt irgendwie mal ein bisschen zu suchen, was man da vielleicht machen könnte. Also ich finde die Frisur tatsächlich sehr, sehr passend, also weil es ist halt
so ein bisschen messy, so messy Bun halt. Und das würde halt aber trotzdem so, also das passt halt zu dem Wellness, Entspannten, so, okay? Und das ist trotzdem sehr offen, finde ich. Deswegen gucke ich mal, ob ich jetzt beim Make-up vielleicht noch was Cooles finde. Okay, also ich finde, das Make-up macht sie jetzt irgendwie sehr sympathisch, was ja halt dann zu dem Gesellig-Ding und Freundin der Welt passen würde. Deswegen wäre ich jetzt einfach mal dafür, dass sie das so trägt. Und damit es halt zu ihrer Karriere passt, können wir ihr vielleicht Piercings geben. Auch wenn Piercings jetzt insgesamt gesehen jetzt ja nicht irgendwie, keine Ahnung, zu einem Verbrecher passen. So, es gibt halt viele Verbrecher, die halt auch Piercings tragen, aber ich trage auch ein Piercing und ich bin kein Verbrecher. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das halt trotzdem so passen würde. Okay, also das finde ich eigentlich schon echt ziemlich geil, weil das halt quasi Tunnel sind und dann hat sie halt einfach noch halt diese Piercings und die. Ich wollte ja nicht ein Nasenpiercing geben, aber dann hätte sie die hier nicht gehabt. Oder das halt eben. Aber ich wollte die auf jeden Fall haben, deswegen dachte ich so, I'm in. So, ich habe ihren Look jetzt auf jeden Fall ansonsten sehr casual gestaltet, weil, naja, das würde halt zu den anderen Traits halt so am meisten passen und zu dem, was sie hier so kann. Deswegen dachte ich so, ja, so kann ich sie mir ganz gut vorstellen in ihrer normalen Form. Dann kommen wir jetzt aber zu der Vampirform. Ich weiß gerade gar nicht mal, ob man die Hautfarbe verstellen kann. Wenn ja, dann, nein, kann man nicht. Okay. Das ist ein bisschen, oder? Warte, wenn man das jetzt so macht. Es geht sogar wirklich. Dann hatte sie, glaube ich, vorher das hier. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber dann würde ich das nehmen. Und ich glaube, ich würde ihre Piercings und so dann einfach so lassen. Jedoch würde ich ihr halt eine andere Frisur geben. Ich würde wahrscheinlich sogar auf Lea Lilith bleiben, damit ich dieselbe Farbe nehmen kann. Wenn ich da aber nichts finde, wo ich mir denke, das sieht sehr böse aus, dann würde ich auch von wem anders was nehmen. Obwohl, ich würde vielleicht sowieso einfach irgendwas nehmen, weil ich würde ihr dann vielleicht schwarze Haare geben. Weil, I don't know, es sieht halt düsterer aus so. Und ich meine, es ist halt die dunkle Vampirform so, you know. Deswegen denke ich mir so, vielleicht passt das nicht sowieso besser. Okay, diese Haare sind doch mal perfekt, Alter. Guck dir die an. Boah, die, wow. Also, sie sehen jetzt nicht unbedingt evil aus, aber ich finde es passt irgendwie zu dem, was ich ausdrücken will. Und das ist so, wow. I'm in. Und ich glaube, ich gebe ihr Kontaktlinsen. Die finde ich geil. Oder wir geben ihr rote Augen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Es ist sehr evil und es ist perfekt einfach. Ich habe ihr jetzt mal Eyebags gegeben. Ich finde, die passen da auch irgendwie gut zu. Es ist perfekt. Es ist genau das, was ich wollte. Oh mein Gott. Gott, Alter, ich liebe sie. Sie ist fertig. Wow. Wow. Ich liebe sie. For real. Guckt sie euch an, Alter. Also, das ist definitiv, was ich mir darunter vorgestellt habe. So, weißt du, niemand rechnet damit, dass sie ein Vampir wäre. Weißt du, sie sieht einfach so voll normal aus. So voll so offen und yeah. Ich bin ein normales Girl. So, und dann kommt so ihre Dark Form. Und dann ist sie so. Und man denkt sich so, what? Aber mir gefällt es richtig gut. Also ich finde, mir ist es gelungen. Also ich finde, das Thema ist ganz gut dargestellt worden. Wir geben ihr jetzt endlich mal einen Namen. Shanna. Shanna Castro. Das ist tatsächlich, wow. Girl. I love you. Das ist, glaube ich, einer meiner liebsten Sims, die ich jemals erstellt habe. Weil sie einfach so komplett unscheinbar ist. Und ich finde es geil. Ich bin richtig verliebt in sie. Ihr müsst mir unbedingt sagen, was ihr von ihr haltet, weil was ist aus ihr geworden, Alter? Ihr müsst mir sagen, ob ich mein Thema, was ich hier habe, ob ich das halt auch gut gemacht habe und ob ihr sie auch so geil finden würdet. Ich kann kein Deutsch. Bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr zufrieden. Und ich glaube, ich habe noch nie so einen coolen Sim erstellt. Zumindest sehr lange nicht mehr, dass die so cool ist. Wowie. Wir sehen uns auf jeden Fall bei einem weiteren Video wieder, wo wir vielleicht nicht so einen krassen Sim erstellen, aber vielleicht irgendwas anderes Cooles machen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss.